Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Ich habe gerade schon mal aufgenommen und ich wurde nach, ich glaube, 5 Minuten aus dem Spiel geworfen. Da zeigte mir mein PC an, dass Beyond Good and Evil gerade nicht funktioniert. Oder funktioniert nicht mehr. Kennt ihr diese tolle Sicherheits- oder Warnung, die kein Mensch erklären kann? Das Programm reagiert nicht. Bitte schließen Sie es. Was? Naja, ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass hier unten diese Glühwürmchen, die müssen wir noch fotografieren. Denn wir haben ja hier so eine Karte. Und da können wir links uns anzeigen lassen, wo die Koda sind und halt wo Perlen sind und halt wo noch Tiere sind. Und hier auf der Insel fehlt uns genau noch ein Tier und das sind die Glühwürmchen. So. Die mache ich mir eben. So. Luziolen. Ja, das habe ich mir alles schon angehört, deswegen. Sorry, dass ich es das weggeklickt habe. Ich glaube, hier das Mädchen, das Blaue, das kann auch nicht richtig, spricht doch so ganz seltsam. Ja, so. Alles klar. Okay, alles klar. Also, sie lernen gerade unsere Sprache. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es vorlesen soll, deswegen habe ich es einfach jetzt mal stehen gelassen. Okay, gehen wir jetzt mal zurück, da wir jetzt alle Tiere auf der Insel haben. Gehen wir direkt zurück zu Page bzw. zum Hovercraft. Und dann fahre ich auch direkt dahin, wo ich eigentlich gerade war, weil ich will jetzt wissen, was es ist, warum mich das Spiel gerade hier rausgeschmissen hat. Bin ja froh, dass sich da nebenbei nicht noch Fraps aufgehangen hat, sonst hätte ich nämlich den PC neu starten müssen. Das ist nicht so doll. Hier haben wir letztens auch schon mal, da hat mich, glaube ich, Minecraft aus dem Spiel. Nee, nicht Minecraft. Oder war es Sims? Ich weiß, irgendein Spiel war es auf jeden Fall. Ist schon was länger her und dann lief Fraps die ganze Zeit noch und ich musste wirklich mein PC neu starten, damit ich Fraps hier benutzen konnte. So, hier wollte ich, hier war ich, hier bin ich hingefahren, weil es gibt so Diebeshöhlen oder hier in dem Fall eine Woraxhöhle, wo wir halt auch Perlen finden können. Da müssen wir halt auch ein paar Sachen machen. So, ich habe angedockt. Also auch in der letzten Folge natürlich. Dann bin ich nicht dagegen gelaufen, aber jetzt. Und dann ist ja hier dieses Kästchen, das kann man öffnen. Und da drin ist so ein, ich nenne es jetzt einfach mal Herzcontainer, und dann ist das Spiel abgestürzt. Aber jetzt scheint es Gute zu Arbeit. funktionieren. Okay. Alles klar. Ich frage mich, was das gerade war. Hier sind Frösche! Perfekt. Ich füge das in die Liste ein. Aber es ist, sagst du uns nicht, ne? Okay, noch 3 Fotos. Also ich finde, dass das. Ih, was sind das? Ih, das sind doch keine Frösche, das sind ja schon fast Ninja Turtles. Kein Eieieiei. Problem. Okay. Geh weg. Lieber Gott, Jade! Ein Perlenkrochax! Jo. Und den. Müssen wir die Perle halt klauen, ne? Das ist logisch. So, euch kennen wir ja schon. Am besten jetzt. Jo, sehr gut. Mist, da waren noch ein paar Einheitenkristalle. Kommt hier noch was? Ah, da ist noch was. Dann lieber gegen den Großen hier. Mist. Wo bist du? Wo kommst du her? Ah, man kann nicht so gut zielen. Mit dem Controller ging das ein bisschen einfacher damals. Sind sie weg? Ach so, ja klar, hier kommt jetzt immer wieder, bis ich das. So. Jetzt dürfte eigentlich keiner mehr kommen. Ja, ich gehe weiter, also. Alter, was macht sie denn? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele hier jetzt noch kommen sollen. Das nervt doch schon fast. Komm, ich gehe jetzt weiter. Okay.
guten Tag. Fotografiert haben wir ihn ja alle schon. Paige kommt ja auch überhaupt nicht, ne? Okay. Zeit für den Hammer! Das hat ja mal einwandfrei geklappt. Auf geht's! Deadwood-Attacke! Oh, Paige, du stehst aber auch immer im Weg. Das ist ja richtig nervig. Junge, ey. Bis dahin reicht es gar nicht. Auf geht's! Ich denke mal, dass wir uns auch ein bisschen den Rückweg gerade so ein bisschen freigebaut haben. Ah ne, hier kommen wir einfach nur zu dem Kristall. Sehr schön. Das freut mich. Wo geht's? Da kamen wir auch da lang, ne? Ich denke so weit. Da, ach, da ist noch ein Teil, okay. Mädchen. Sonst kommen wir jetzt, wie es aussieht, gar nicht dahin. Die Einheiten lasse ich mal. So, dann können wir hier rüber jetzt. Hops. Hops. Ja, ich mach Hops immer. Und da ist auch schon der Vorax mit der Perle. Ja, ich will dich ja auch nur beschützen, Paige. Ne? Du bist ja klein und knobelig, du bist nicht so wendig. Ja, dann ist das so, ne? Alter, hau mal ab. So, wo ist jetzt der mit der Perle da hinten? Das Ding hatten wir aber auch schon, ne? Bist du? Ja. So, dann wollen wir uns den mal schnappen. Ich glaube, der braucht ein bisschen länger, weil der hat... Der verteidigt ja gerade was. Junge, was geht? Warst du schon? Da ist noch eine, Jade. Wir sind reich. Ja, cool. Nehmen. Wirf ruhig alle deine Perlen vor die Säue. Dachte ich, der braucht jetzt länger, aber... Na gut, dann sind wir ja hier schon fertig. Wir könnten uns hier die ganzen Kristalle noch holen, aber ich denke, das wollen wir nicht zwingen. Wir kriegen alles im Spiel, was wir haben wollen. Ansonsten wissen wir ja, wo es Geld gibt. Und dann können wir ja immer wieder zurück. Was willst du, Mann? Hau ab! Ja, gar nicht mehr. Ich hau jetzt ab. Könnt mich mal. Oh, dass sie immer zurückgeht, also dass die Kamera noch schwenkt, während das Schwein da hinten noch rumläuft. Mensch. Es könnte ein bisschen nervig sein. Aber ist okay. So, ich speichere hier vorsichtshalber mal nicht, dass mich hier gleich das Spiel wieder rausschmeißt. Und zwar hier. Gut. Ist hier noch irgendein Tier, was wir brauchen? Aber wir sind, nö. Okay. Achso, ich drücke mal den falschen Knopf. Mann. So, dann können wir mal schauen, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich... Nee, wir gehen, glaube ich, direkt in die zweite Mission. Oder? Sollen wir uns nochmal in der Stadt umgucken? Nö, das kann man... Ach, hier ist der Sand. Ich wollte gerade sagen, was ist das hier? Ich glaube, wir können direkt durch zu... Das war doch hier, ne? Sie betreten eine gefährliche Zone. Ich muss da abbremsen. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz.
Danke für Ihre Kooperation. So, jetzt können wir. Jetzt zeigt uns nicht an, dass wir das gedrückt halten könnten. Wenn wir den wollten. Ich schau mal ein Stück zurück. Dreh mich mal. Und visier das Falsche an. Wieso? Hä? Willst du mich verarschen? Ich hasse das, ne? Dass das Ding nicht still sitzen kann. So, das ist kaputt. Weil dann könnte man nämlich da auch schon in die nächste Höhle gehen. Aber ich will jetzt erstmal hier diese ganzen Dinger kaputt machen, weil das sind nämlich, da sind Einheiten drin. Eine weitere Schiffladung verloren. Mann, also die Steuerung ist echt seltsam. Also die Steuerung im Hovercraft, die ist echt für den Arsch. Also Jade steuern ist, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, das ist in Ordnung, aber Hovercraft steuern ist ziemlich seltsam. Das ist alles so leicht und So, Plünder, irgendwas Höhle. Großer Gott, Jade, pass auf! Plünderer! So, nicht davon. Junge. So, die müssen wir verfolgen. Schneller! Ich muss mich alles ein klein wenig konzentrieren, weil, wie gesagt, Steuerung in Hovercraft ist ja nicht so meins. Das habe ich nicht vor, aber es ist wie gesagt alles nicht so einfach, Paige. Sieht gut aus! Sieht gut aus! Die treiben nicht so viel Aufwand, um so etwas zu sehen. Die müssen etwas Größeres verstecken. Oh, Scheiße. Nein. Scheiße. Die haben bestimmt auch eine Perle. Da. Ich mach das nochmal. Ich hab nur die Kurve nicht gekriegt. Das war blöd. Ich meine, wenn die uns nur 100 Einheiten abziehen, das ist nicht so schlimm. Es wird ja Gott sei Dank nicht mehr. Schneller! Ich weiß doch gar nicht, warum ich die ganze Zeit versuche zu schießen. Ich muss das eigentlich gar nicht. Also dieser komische grüne Funken, der durch das Kabel läuft, der schließt die Türen, das meinte Paige gerade damit. So, jetzt hier bloß nicht. Oh mein Gott. Oh, ich hab's geschafft. Wie lange geht das denn hier noch? Oh Mann, Hilfe! Sehr schön. Geil, wir haben eine Perle bekommen. Oh mein Gott. Das war heftig. Und wir haben unser Geld auf jeden Fall wieder. Arsch. Okay, wir werden automatisch hinaus begleitet. Und was cool ist, jetzt können wir uns hier die Einheiten auch nochmal wiederholen. Weil hier kriegen wir doch eine ganze Menge. Also von daher ist es nicht so schlimm, wenn die uns hier alle ausrauben. So, wollen wir mal in die Richtung.
Weil man kann eigentlich quasi das als Abkürzung benutzen für die Stadt. Kann man einmal drum rumfahren, da muss man nicht durch die Stadt durch. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Vielen Dank fürs Rausschmeißen. Finde ich super. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, ich bin falsch. Ich muss doch durch die Stadt. Ja. Weil hier ist ja... Hier, wir wohnen doch hier, ne? Kompass. Kompass. Da. Ne, Schwarze Insel. Fabrik. Ne, das ist richtig. Mal weg. Ja, so, Dede, es ist so. Da will ich hin. Hier geht's noch in die Stadt. Soweit ich weiß. Genau. Aber wir wollen ja... Wir wollen ja hier hin. Ich hasse diese Kameraführung echt so ein bisschen. Das kann nicht still sitzen, stehen bleiben, das Ding. Okay. Dann auf in die Fabrik. Leicht verwirrt unser Hovercraft. Hopp. Hopp. Ist hier irgendwas zum Speichern? Nö. Da kommen wir erst. Das ist der Rückweg. Achso, das sind diese Codes, die ich fotografieren muss. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schicke ihn euch. Cool. Nee. Bist du schon da, Shawnee? Vergiss nicht, dass die Gouverneurin dir helfen kann, wenn du Probleme hast, mit einem Code durch eine Militärtür zu kommen. Schick ihr einfach ein Foto von dem verschlüsselten Signal. Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch: Viel Glück. P8L8. Okay. Also, P8. L. 8. Bestätigen. Okay, wir sind drin. Page, mach mal los auf, geht's. Bitte. Raten! Vielen Dank für die ganzen wichtigen Informationen. Na toll. Jetzt kann ich hier noch die Schwertarbeit machen. Okay. Wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Naja, seid ihr aber nicht so sicher, ne? Shawnee, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Schauen wir uns die Karte direkt mal an. Ah ja! Eine Perle, ein Tier hinter mir. Ja, später. Okay. Aua, scheiß Ratten. Da komme ich nicht lang. Ich würde ganz gerne zum nächsten Decoder laufen und dann das Spiel speichern. Wie war das jetzt nochmal? Mit Steuerung, ne? Jo. Also das war... Nope. Das war so. Und das andere war mit Steuerung, genau. Dass man das gedrückt halten muss, ist nochmal richtig ätzend. So, Page kommt nicht mit. Kann aber jetzt kommen, weil wir die Dinge jetzt halt ausmachen. Halt durch, Jade! Ich komme! Das freut mich sehr. So... Und jetzt? Was meinst du? Sieht nicht gut aus, aber dort sind einige Kisten. Wir müssen mehr herausfinden. Ne, Energie braucht ja keiner.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Kiste hier schieben kann. Schieben kann ich sie, okay. Gut, dann mal ran! Ja, dann komm mal her. Ich würde gerne speichern. Sitzt fest! Gut, dann... Nein, Jade, lass es in Ruhe. Paige, komm her. Brauchst du Hilfe? Ja. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jet-Boots ganz abnutzen, Jade. Oh. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha! So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Ein Reaper? Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und es sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Ja, soll doch jemand anders die Arbeit machen. Ich weiß gar nicht, ob die davon Fotos brauchen. Ich glaube eher nein. Okay. Habt ihr es gerade gesehen? Ich mache es nochmal. Das wollte ich nämlich eigentlich an der schwarzen Insel machen. So, wenn wir ihm die Kamera vor die Nase halten, fängt er an zu winken. Das ist so süß. Okay, also hier kann ich speichern, dann kann ich den Part auch beenden. Weil hier muss ich echt nochmal gucken. Also wir müssen den Aufzug reparieren, wenn wir hoch oder runter. Ich weiß jetzt nicht, was von beiden wir machen müssen. Wir müssen erstmal Teile finden. Und irgendwann sind wir auch noch hier unten und da oben und auch wir sind überall, sind wir. Das sind diese Schachteln. Aber von denen haben wir ja Fotos, ne? Ich glaube, weiter ist Double H wohl gar nicht gekommen. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Kisten. Weil, diese Fotos, das Foto haben die ja bekommen. Weil so, davon haben die ja ein Foto. Und dann, hier sind diese Reaper-Spuren. Ich nehme an, hier wurde Double H dann... Ich weiß nicht, was mit Double H passiert ist. Ich speichere jetzt einfach mal und den Rest finden wir dann einfach beim nächsten Mal heraus. Danke fürs Zusehen. Ciao, Leute!